Machen heute einen Lesetag, weil mein Kind das gerne lesen möchte. Die müssen das nämlich beantworten. Bezeichnet. Das kann man das jetzt hier zeigen. Ja, und zwar hier drinnen. Wohl zu benehmen. Kriegen Sie das auf, was Sie lesen müssen? Selbst im Porzellanladen, da der Elefant auf großem Fuß lebt, sind die Fußflächen nur halb so belastet wie die einer Ballerina. Die 4 Tonnen Gewicht eines Elefanten verteilen sich schließlich auf etwa 1017 Quadratzentimeter Fußfläche. 1700, Schatzelein. 1700 Quadratzentimeter Fußfläche. Das heißt, er kann auf so leisen Sohlen antanzen, dass ihn gar keiner bemerkt. Wenn er aber nicht elegant und freundlich sein will, kann er selbstverständlich eine oder mehrere Porzellanläden vollständig zerlegen. Siehst du? So, dann fangen wir dein Quiz an hier. Quiz beginnen. Wie hat das Buch gefallen? Oder die Geschichte? Warte kurz. Gut, ja, okay. So, jetzt geht's los. Was stimmt? Der Elefant hat eine dicke Haut, das kann man sehen, aber er ist hauptsächlich kein dickes Fell. Richtig. Wann haben deutsche Zoologen das Gedächtnis der Elefanten bereits vor 50 Jahren haben Zoologen das Elfell schon vom Das ist jetzt schwer. Stand nicht drinne? Doch, stand drinne. Mach einfach, was du denkst. 50er Jahre? Richtig. So. Wie wird die Haut des Elefanten im Zoo gepflegt? Die Haut des Elefanten wird im Zoo gar nicht gepflegt. Der Dreck bröckelt automatisch ab, wenn der Elefant sich am Baum reibt. Sie wird mit einer Hochdruckreiniger gewaschen. Dabei wird sie glatt wie ein Kinderpopo. Richtig. Worauf verteilt sich das Gewicht des Elefanten? Die 4 Tonnen Gewicht des Elefanten verteilen sich auf etwa Fußfläche. Super. Wie heißt ein bekanntes Sprichwort? Der Elefant bringt's nicht aus der Ruhe. Der Elefant im Porzellanladen. Ein Elefant im Garten lässt die Blumen warten. Porzellanladen, glaube ich. Super, alles richtig.